herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Tobi. Ich habe mich gerade auf den Weg gemacht mit meiner gesamten Ausrüstung, wie man im Hintergrund sieht, die Transfederrampe hoch. Und wie im letzten Video angekündigt, folgen jetzt gleich ein paar Tourendaten zur Weser-Radtour, die in wenigen Tagen beginnt. Und im Anschluss stelle ich euch noch meine Ausrüstung vor. Erwartet bitte nicht, dass die vollständig oder perfekt ist. Das ist meine erste Radtour über mehrere Tage. Dient daher auch ein bisschen als Übung, sich ein bisschen an das Draußensein zu gewöhnen. Aber werden wir dann im Laufe der Tour sehen, wie sich das Ganze verhält. Und würde sagen, wir fangen erstmal mit den Tourendaten an. Nun ein paar Tourendaten. Die Weser-Radtour hat 509 Kilometer, 1300 Höhenmeter. Der Startpunkt ist in Hanmünden, dort wo sich Werra und Fulda küssen und zur Weser werden. Dann geht es immer weiter runter entlang der Weser bis hin zur Nordsee nach Cuxhaven. Unser Ziel sind 4 Fahrtage bzw. 5, das kommt ganz drauf an. Leider hat sich die Wetterprognose stark verschlechtert. Es soll besonders am Starttag, am Sonntag, Sturm und Regen geben, was dazu führen kann, dass wir erst am Montag starten. Am Montag soll es nicht regnen und nur wenig Wind geben. Hoffen wir, dass das so auch kommt. Dienstag soll es wieder stärker stürmen und auch wieder Regen geben. Das heißt, es kann sein, dass wir an diesem Tag dann noch eine Pause machen und dann am Mittwoch weiterfahren. Ab Mittwoch soll es deutlich besser werden. Mittwoch könnte es noch mal ein bisschen regnen, aber schauen wir mal. Donnerstag bis Samstag sieht sehr gut aus und das würde genau mit unserem Plan passen. 4 bis 5 Fahrtage, sprich 4 bis 5 Etappen. Muss man mal schauen. Aber wenn das Wetter nicht perfekt ist, ist es eben so. Gutes Training für zukünftige Touren, denn bei dieser Radtour soll es natürlich nicht nur bleiben. Aber schauen wir mal, Erfahrung sammeln und dann sehen wir weiter. Und jetzt komme ich erstmal zur Ausrüstung. So, kommen wir erstmal zum Punkt Fahrrad. Hier haben wir das Heat Xenon Trekkingrad mit 28 Zoll Felgen. Hinten ein Universalgepäckträger mit 100 Kilo Maximallast, welcher hier mit 2 Streben festgemacht ist an den Unterstreben vom Fahrrad und noch am Sattel. Hält wirklich sehr gut, muss ich sagen. Habe auch einen kleinen Test mit meinem Eigengewicht gemacht. Ich wiege 73 Kilo und hat auf jeden Fall gehalten. An dem Gepäckträger haben wir 2 VD Aquabag Taschen mit jeweils 24 Liter, sprich insgesamt 48 Liter. Selbstverständlich wasserdicht, sollte natürlich sein bei einer Radtour. Besonders wie ihr in der Wetterprognose gehört habt, wenn es regnet. Zusätzlich haben wir eine 8 Liter Wuschinski Rahmentasche, wo ich meine gesamte Elektronik drin habe, wie auch den Selfie-Stick etc. Vorne ein Handyhalter, der dann hier sitzen wird. Ist jetzt nicht dabei, seht ihr dann aber auf der Tour. Und hier kommt die Actioncam mit dran. Ist ein 360 Grad schwenkbarer Aufsatz, der sich jeweils um 30 Grad schwenken lässt. Als Licht haben wir das Sigma Aura 80, hat 80 Lux als Maximalstärke am Vorderlicht und das Rücklicht ist mit einer Bremsfunktion ausgestattet, bedeutet, wenn man anhält, gehen noch 2 weitere Lichter an. Sehr fancy, muss ich auf jeden Fall sagen, und leuchtet das Ganze wirklich gut aus, natürlich auch nach STZVO. Um mit genug Strom versorgt zu sein, jeweils
Einmal eine 26.000 mAh Powerbank und eine 13.000 mAh Powerbank. Zusätzlich haben wir zu meinem Akku, was ich natürlich in der Kamera habe, noch drei Ersatzakkus dabei. 128 GB MicroSD-Karte in der Kamera und nochmal drei zusätzliche. Noch verpackt, die kommen natürlich da raus, weil es natürlich viel Platz wegnimmt. Hinzu für abends eine kleine zusätzliche Taschenlampe, zwar mein Fahrradlicht, aber man weiß ja nie. Zusätzlich hier schon mal zwei Kabel, da wird wahrscheinlich noch ein drittes dazukommen. Und selbstverständlich natürlich auch ein Handy, mein Huawei P30 Pro. Und für die musikalische Unterhaltung unterwegs nehme ich meine Soundbar mit, die Libertone 2. Kommen wir nun zu den Übernachtungsequipment. Als Schlafsack dabei habe ich den Carinthia G145, 900 Gramm, eine Komforttemperatur von 0 Grad und wie ihr seht, ein super geiles Packmaß. Kleiner als meine Isomatte, denn da habe ich dabei die Thermarest Trail Light mit einem Gewicht von 1 Kilo. Trotz des Packmaßes wirklich geniale Isomatte, hat einen Schaumstoff drin, welcher sich selbst ein bisschen mit Luft füllt, sobald man sie aus der Verpackung holt. Dann haben wir einmal eine Elefantenhaut von der Bundeswehr. Die nutze ich, um das Ganze als Unterlage für die Isomatte zu nehmen. Kann ich wärmstens empfehlen, falls ihr eure Isomatten vor spitzen Gegenständen, Nässe etc. schützen wollt. Dafür ist Elefantenhaut wirklich perfekt. Wiegt ein bisschen mehr, aber das ist dann verkraftbar. Und als Ersatz, einfach zur Vorsicht, noch ein Ekong-Tarp dabei. Was ich nicht dabei habe, ist jetzt mein Zelt, das Grand Canyon Cadova 1. Blende ich euch aber hier ein. So setze ich nochmal die Isomatte, dass ihr die auch nochmal kurz gesehen habt. Ausführlicher gibt es das Ganze dann natürlich nochmal auf der Tour. Kommen wir nun zu dem Punkt Hygiene. Kleidung und sonstiges halte ich etwas kürzer. Hier ein Hygienebeutel. Was befindet sich dort drin? Ein Rasiergel, Rasierer, Zahnpasta, Zahnbürste, Shampoo mit Duschgel gemischt, in Bio natürlich, falls man doch mal draußen in der Natur duschen muss. Taschentücher, Ohrenstöpsel, Oropax und noch eine Zeckenzange und Pflaster. Denke mal nichts Ungewöhnliches. Man könnte da natürlich noch an der einen oder anderen Ecke sparen, aber ich habe jetzt genug Platz, dass ich mir darum jetzt keine Sorgen machen muss. Da kann man natürlich noch individuell ein bisschen abspecken. So, was habe ich noch dabei? Zwei Essschalen, damit wir natürlich auch mal eine Kleinigkeit essen können. Habe auch meinen Espet-Kocher natürlich mit Espet-Tabletten dabei. Zusätzlich hier einmal eine Erste-Hilfe-Box. Dort ist drin Magnesium, da ist Ibuprofen drin, nochmal ein Pflaster, meine Makomar-Tabletten, also ein bisschen was von der Apotheke. Und dann kommen wir quasi schon zu den Klamotten. So, als Kleidung dabei habe ich zwei Radhosen. Ups, hier fällt schon alles runter. Insgesamt 7 Paar Socken, 7 Paar Boxershort. Dann noch eine Wechselhose. Eine Trainingshose, damit man noch mal ein bisschen entspannt chillen kann im Zelt. Zwei Funktionsshirts, eins werde ich anhaben. Und noch ein Baumwollshirt. Also nichts Weltbewegendes, aber genug, um warm durch die Tage zu kommen. Das war's mit der Tourenplanung und meiner Ausrüstungsvorstellung. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Sollten Fragen zur Ausrüstung sein oder auch zur Tour, die könnt ihr mir natürlich jederzeit in den Kommentaren stellen.
hoffe dann, dass es in 2, spätestens in 3 Tagen dann auch losgeht. Während der Tour werde ich ein oder zwei Vlogs mal abends machen, einfach um euch mal auf den aktuellen Stand zu halten. Würde mich freuen, wenn ihr da auch reinschaut. Die richtigen Folgen kommen dann in circa 1,5 Wochen. Falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen und einen Daumen nach oben und würde dann mich auch verabschieden. Wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns auf der Weserradtour. Bis dann!